Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von MusicStore.tv. Heute zeige ich euch die neuesten Fame-Lautsprecher und was die BT12A und die BT15A alles können, das zeige ich euch jetzt im folgenden Video. Wie der Name es bereits verrät, handelt es sich bei der Fame BT12A um einen Zwei-Wege-Lautsprecher. Der ist aktiv und hat einen 12 Zoll Woofer. Beim Fame BT15A haben wir entsprechend einen 15 Zoll Woofer und einen Treiber. Die Endstufenleistung der jeweiligen Module beträgt 500 Watt maximal beim 12 Zoller und 600 Watt maximal beim 15 Zoller. Der Frequenzgang der 12 Zoll Variante beträgt 50 Hertz bis 20 Kilohertz. Für die Leute unter euch, die untenrum ein bisschen mehr Pfund haben wollen, empfehle ich die 15 Zoll Variante. Diese geht sogar bis 45 Hertz runter. Von vorne unterscheiden sich die Fame BTA-Lautsprecher kaum von anderen konventionellen Aktivlautsprechern. Aber die Besonderheit ist auch auf der Rückseite verbaut. Schauen wir uns doch nun mal die Eigenschaften dieser Lautsprecher von der Rückseite an. Auf der Rückseite der Fame BTA-Lautsprecher finden wir zum einen natürlich den obligatorischen Stromanschluss als Kaltgeräte-Variante. Wir haben einmal den An-Ausschalter. Dann haben wir die Equalizer-Sektion. Hier habe ich die Möglichkeit, die tiefen Frequenzen und die mittleren und Höhenfrequenzen einzustellen. Des Weiteren habe ich einen Master-Lautstärke-Regler und ich habe zwei Level-Regler für die einzelnen Kanäle. Wir haben hier einen Mikrofoneingang, einen Line-Eingang, den ich sowohl über XLR als auch über Cinch vornehmen kann, und wir haben noch einen Line-Output über Klinke oder auch über XLR. Das eigentliche Herzstück der Fame BTA-Serie ist natürlich das Multimedia-Modul. Hier haben wir nicht nur die Möglichkeit, eine Tonquelle über Bluetooth zu verbinden. Hier könnt ihr beispielsweise jedes konventionelle Handy benutzen. Wir haben auch die Möglichkeit, entweder einen USB-Stick einzustecken oder wir haben die Möglichkeit, eine SD-Karte zu benutzen. Sämtliche Abspielfunktionen des Multimedia-Moduls können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung vorgenommen werden. So habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, Play, Weiter, Pause oder die Lautstärke zu regulieren. Besonders wichtig hierbei ist, dass ihr nicht nur die SD-Karte oder den USB-Stick hiermit steuern könnt, ihr könnt auch die Bluetooth-Funktionen hier drüber steuern. Neben der Möglichkeit, digitale Medien abzuspielen, haben wir in diesem Lautsprecher auch einen klassischen FM-Empfänger eingebaut, sodass ihr auch ganz normal und bequem Radio hören könnt. Nicht nur bei den Ausstattungsmerkmalen hat Fame auf Vielfalt gesetzt, auch das Gehäuse ist multifunktional gestaltet. So haben wir natürlich die Möglichkeit, den Lautsprecher auf ein Stativ zu stellen. Dazu haben wir hier die Stativaufnahme. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Lautsprecher nicht nur zu tragen, sondern auch zu rollen. Das schont natürlich den Rücken und die Gelenke. Die Fame BTA-Lautsprecher sind somit der optimale Begleiter als Multimedia-Lautsprecher in der Freizeit. Es ist das perfekte System für Schulen. Wir können das Ganze aber auch als ganz normales PA-System verwenden. Zwei Lautsprecher, vielleicht noch ein externer Subwoofer dazu und wir beschallen mit diesen Lautsprechern auch eine Party. Wenn ihr mehr über die Funktionen der Fame BTA-Lautsprecher erfahren wollt, geht auch in unseren neuen Webshop auf www.musicstore.de. Da findet ihr neben allen Informationen auch den unfassbaren Preis der jeweiligen Lautsprecher. Wenn ihr die Lautsprecher hören wollt, besucht uns einfach in Köln. Ab sofort sind die Fame BTA-Lautsprecher vorführbereit in der Demo.